Ich. Ja, also ich bin mir sehr sicher, jeder von euch kennt so einen Menschen, der so drauf ist, so einen Narzissten oder so eine Narzisstin. Aber sind wir nicht alle so ein kleines bisschen narzisstisch? Mein Name ist Kate, herzlich willkommen beim Arte Saloon und wir sprechen heute über diese leise bis laute Stimme in uns, die nach Anerkennung schreit. Wir sprechen heute über Narzissmus. Ja, also wahrscheinlich, wenn wir das mal so ganz grob runterbrechen, würden die meisten von uns sagen, narzisstische Menschen, das sind Leute, die glauben, die sind geiler als alle anderen, die sind besser, die sind toller, die haben mehr verdient etc. pp. Und wir haben auch das Gefühl, wenn wir uns umgucken, dass wir gerade überall Narzissten sehen. Und gleichzeitig werden wir genau vor diesen Menschen immer wieder gewarnt, die sind nämlich total schlecht. Wir glauben, das ist alles ein bisschen komplexer und vor allem auch interessanter. Deswegen freue ich mich mega auf die Diskussion mit euch hier im Publikum im Salon, mit euch zu Hause in der Community bei YouTube und natürlich mit den tollen Gästen, die wir hier heute haben. Deswegen herzlich willkommen an euch drei. Heute zu Gast ist Pablo Hagemeyer. Er ist Psychiater und er sagt über sich selber, er ist ein netter Narzisst. Schön, dass du da bist, Pablo. Danke. Uns zugeschaltet ist Professor Mitja Back. Er ist Psychologe und er sagt, die ganzen Vorurteile und Mythen, die es über Narzissmus gibt, die stimmen alle nicht unbedingt. Ich bin sehr gespannt. Hallo Mitja. Hallo. Und auf eine Dame freue ich mich hier natürlich auch ganz besonders. Simone Hesereitz hat selber auch schon Erfahrungen mit Narzissten machen müssen und leitet eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die in narzisstischen Beziehungen gelitten haben. Simone, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Danke. Und auch ein sehr wichtiger Mann in dieser Runde. Er ist das Auge in unserer Community, sieht also ganz genau, was ihr für Fragen habt, was ihr für einen Input habt und bringt das hier in unseren Salon mit ein, ist sozusagen mit mir zusammen eure Abendbegleitung. Leon. Hallo von mir, hallo vom Auge, hallo von der Abendbegleitung. Ich bin mit euch im Chat. Und wir haben im Vorfeld schon einige Beiträge hier auf dem Arte-YouTube-Kanal zum Thema Narzissmus veröffentlicht. Da bin ich mal in die Kommentare reingegangen, habe da das Auge gespielt. Und da ist uns aufgefallen, dass euch das Thema Narzissmus beschäftigt, dass ihr viele Fragen habt. Zum Beispiel, narzisstischer Mensch, ist das immer ein schlechter Mensch? Oder auch, wie sollte ich mit Menschen umgehen, die narzisstisch sind? Die Fragen versuchen wir heute zu klären. Falls ihr weitere Fragen habt, einfach in den Chat reinschreiben. Ich versuche dann die Fragen hier in die Runde zu geben und wir diskutieren drüber. Ja. Genau so machen wir das. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Mitja, du forschst als Persönlichkeitspsychologe zu Narzissmus. Wenn sich also einer auskennt damit, dann bist das du. Angenommen, es steht jetzt vor mir ein Narzisst oder eine Narzisstin. Wie erkenne ich das? Ja, bei dieser Persönlichkeitseigenschaft dreht sich ja alles um, du hast es schon angesprochen, Grandiosität, dieses Anspruchsdenken, dieses Streben nach Status. Wir können das einerseits sehen in dem Strahlen, wenn sich die Möglichkeit für Bewunderung ergibt, aber auch in den Ellbogen, nämlich dann, wenn es vielleicht Kritik gibt oder andere die Show stehlen. Also verschiedene Facetten, an denen wir das erkennen können. Mhm. Simone, mit genau so einem narzisstischen Menschen, wie Mitja ihn jetzt auch gerade beschrieben hat, warst du ja lange Zeit zusammen. Erkennst du da jetzt auch ein paar Dinge wieder, die Mitja gerade gesagt hat? Ja, absolut. Also ja? Natürlich ist der Unterschied, wann wird das Ganze krankhaft, wann sind es nur narzisstische Anteile. Das ist sehr komplex. Ja, ja. Absolut. Wie war das denn am Anfang für dich? Also du hast diesen Menschen kennengelernt. Was hat dich ganz besonders an ihm fasziniert? Also meistens gibt es ja so Phasen und die Anfangsphasen ist meistens diese Love-Bombing-Phase. Also man wird schon mit Liebe überschüttet und meint, man ist jetzt angekommen, die Göttin. Das ist die Liebe fürs Leben und auf dieser Welle schwebt man erstmal. Und das war dann auch bei dir so? Ja, das ist
eigentlich auch in Erfahrung von den Mitgliedern der Gruppe, ja, meistens so. Mal mehr, mal weniger. Man kann natürlich nicht pauschal das immer so eingrenzen, aber diese Phase gibt es natürlich, denn sonst dockt er ja nicht an. Ne? Also ja. Er muss sich schon ganz toll geben, um auch anzukommen. Und trotzdem bist du ja dann auch irgendwann an den Punkt gekommen, dass du gesagt hast, dieser Mann ist ein Narzisst. Woran machst du das fest auch heute noch? Ja, das ist ein Prozess. Also das ist keine Sache, die von heute auf morgen passiert, sondern es ist ein langer Prozess. Mhm. Und nach diesen Phasen des Lovebombings kommen ja dann diese Dinge wie Abwertung und Manipulation. Das ist ein weiter Weg. Manche schaffen es da niemals raus, denn das Selbstbewusstsein leidet immens. Und ja, man muss wirklich den Punkt finden, aus eigener Kraft noch sagen zu können, ich muss da raus. Das ist eine ganz giftige Beziehung. Ich habe das geschafft und viele andere haben es geschafft, aber es ist sehr schwer. Ich kenne aber auch viele, die da noch drinstecken, und ich glaube, es gibt auch viele Beziehungen so von Menschen, die im Krieg waren, die sehr alt sind, die dann natürlich oft da nicht mehr rauskommen, weil auch dann so finanzielle Dinge und Abhängigkeit eine große Rolle spielen. Und darf ich fragen, wann bei dir dieser Punkt erreicht war, dass du gesagt hast, okay, ich bin hier raus, das funktioniert Gewalt. Nicht mehr? Gewalt. Wow. Ja, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es vorbei. Ja. Aber habe vorher schon gemerkt, dass ich eigentlich da raus muss, aber wusste auch nicht wie. Okay, also erstmal ganz großen Respekt dafür, dass du das jetzt hier auch so offen sagst, dass du so offen damit umgehen kannst, weil das ist, glaube ich, schwierig auch, sich da überhaupt rein zu versetzen, was das mit einem macht, wenn man das selber nicht erlebt hat. Ja, natürlich. Also das ist ein Prozess, den muss man dann auch aufarbeiten und mit Sicherheit auch begleiten mit einer Therapie, um seinen Weg wieder zu finden. Darf ich fragen, warst du dann da tatsächlich auch in Therapie? Ja. Okay, wow, also wirklich vielen Dank, dass du da so offen bist. Pablo, ich bin mir relativ sicher, dass du in deiner Praxis natürlich auch viele Narzissten hast, viele Menschen, die vielleicht auch mit einer ähnlichen Geschichte zu dir kommen wie Simone, oder? Meistens sogar. Also die Befürchtung, dass ich nur Narzissten habe als Klienten, ist gar nicht so. Also ich habe tatsächlich wirklich mehr Simone oder ähnliche Fälle, die daran leiden oder in so einer Beziehung sind und nicht dem gar keinen Namen geben können, depressiv, ängstlich sind, und dann entpuppt sich das so. Und heute wissen wir, weil das Wort überall im Gebrauch ist, ist das so ein bisschen das Ticket, das die meisten dann ziehen und kommen dann in Therapie zu mir, und dann fangen wir erstmal an zu gucken, was ist denn das überhaupt? Ist es wirklich Narzissmus oder noch mehr oder was anderes? Okay. Ich glaube, ich muss kurz auf das andere Mikro wechseln. Wenn jetzt Simone damals in diese Situation zu dir gekommen wäre, noch in dieser Beziehung zu diesem narzisstischen Menschen, was hättest du ihr da geraten? Also ich bin Tiefenpsychologe, ich rate ganz wenig, sondern ich höre mir erstmal an, was da ist, und versuche das so zu verstehen, wie Simone es erlebt. Mhm. Und daraus kann man dann so Hypothesen und Strategien entwickeln, was für sie am besten ist. Und da sie ja die Trennung geschafft hat, wäre wahrscheinlich irgendwann meine Empfehlung, oder das entsteht ja dann irgendwie als Thema, zu gehen, als bessere Variante. Es gibt natürlich noch Schattierungen dazwischen, ob man dann doch bleibt und versucht, den Lieblingsnarzissten irgendwie einzufangen und irgendwie etwas weniger kleiner zu machen und so. Aber das sind, wenn das nicht ging, dann ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen. Ne? Ja. Mitya, gehst du damit? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wichtig ist hier wirklich so ein bisschen zu differenzieren. Also erst muss ich sagen, auch von mir Hut ab, und auch vor allen Dingen, dass du das, Simone, so jetzt umsetzt, dass du in diesen Fällen, die wirklich ja sehr schwer allein zu lösen sind, diese Unterstützung anbietest. Ich glaube, was wichtig ist, das zu differenzieren von dem Verständnis von Narzissmus. Ne? Also weil wir schon sehr viel jetzt mittlerweile mit so solchen dramatischen Labeln kommunizieren, wie toxisch, wie Gaslighting. Auch die Beschreibung war jetzt sehr strategisch manipulativ,
Und was wir aus der Forschung wissen, dass das eigentlich gar nicht der Wesenskern von Narzissmus ist. Es gibt bösartige Menschen, es gibt Menschen, die andere ausnutzen, aber das ist nicht das, was Narzissmus ausmacht. Natürlich kann Narzissmus gepaart sein mit so einer wirklich manipulativen Bösartigkeit, aber es nutzt uns nicht, um Narzissmus zu verstehen, was nichts daran ändert, dass in diesen Fällen genau so etwas natürlich vorkommt. Ja. Im Chat ist schon einiges los und ich habe mir auch nochmal die Kommentare angeschaut, die unter den YouTube-Videos standen, habe mir da 1, 2 rausgesucht, in denen es auch darum geht, dass Menschen in Beziehungen waren mit narzisstischen Personen, hier zum Beispiel Thea unter dem Video Ich, das größte Narzissmus. Ich hatte oft Beziehungen zu solchen Männern und Freundschaften zu solchen Frauen, weil ich eher ein ängstlicher, unsicherer Mensch war. Später hatte bei mir sogar eine Angststörung wurde festgestellt und Depressionen, die habe ich immer noch, aber Ängste zum Glück nicht mehr. Und ich erkenne mittlerweile recht schnell solche Narzissten. Ist das, vielleicht mit ja die Frage, ist das auch ganz typisch, dass man an einen Narzissten gerät, wenn man selbst an Depressionen leidet, eine unsichere Person ist? Diese Idee gibt es ja häufig, ne? So ein bisschen diese Opferidee, die man von zwei Seiten denken kann. Entweder unsichere Menschen suchen sich sozusagen so eine Person, die sehr stark dominierend ist, oder dominierende, manipulative Personen suchen sich eine Person, die sie ausnutzen können. Empirisch finden wir das nicht. Also empirisch finden wir, wenn überhaupt, einen Ähnlichkeitseffekt, dass Narzissten eher andere Narzissten suchen. Aber diese Effekte sind sehr klein. Das heißt, die Quintessenz ist eher, Beziehungen gibt es in allen Kombinationen mit NarzisstInnen. Und die sind meistens schwierig, aber nicht immer jetzt manipulativ toxisch. Okay. Wir haben noch eine Verständnisfrage ganz aktuell im Chat von Felix. Felix möchte wissen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Narzissten und einem Egozentriker? Ist das auch eine Frage an Mitya oder Pablo? Ja, Mitya kann das sicherlich gut beantworten oder sehr gut. Ich würde einfach sagen, es ist ein anderer Begriff für eine ähnliche Verhaltensweise. Narzissmus als Begriff ist gerade Mode. Egoist war vor 20 Jahren Mode. Okay. Oder? Kann ich nur zustimmen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der bei Narzissmus mit einer Rolle spielt. Also egoistisches Denken und auch Verhalten gehört auf jeden Fall dazu. Insofern sind es gar keine Gegensätze, die wir irgendwie auseinanderfriemeln müssten. Okay. Vielleicht für dich, Simone, einfach nur, um dir zu zeigen, du merkst es selbst in deiner Selbsthilfegruppe, aber du bist nicht alleine. Das ist Wahnsinn zu sehen, dass zum Beispiel unter dem Video, was ich eben schon erwähnt habe, Ich, das größte Narzissmus steht, ich habe in einer Beziehung alles verloren mit einer narzisstischen Person und die blauen Flecke auf der Seele sieht heute niemand mehr. Ist das so ein, also was trägt man noch davon, selbst wenn man dann aus der Beziehung raus ist? Ich glaube, da ist auch nochmal der große Unterschied, gerate ich als gesunde Persönlichkeit in so eine Beziehung oder komme ich schon aus meinem Elternhaus, aus nicht so gesunden Strukturen? Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Kommt es schon, sind die Wurzeln schon sehr schwierig, dann hat man einen anderen Leidensweg. Man zieht auch andere Menschen an, die da nicht sehr gesund sind. Ging mir genauso. Also ich war nicht nur in einer schlechten Beziehung, ich war in vielen schlechten Beziehungen, weil ich meinen Mustern gefolgt bin. Was nicht heißt, es ist mir nicht hier und da mal ein normaler Mann begegnet, aber die wollte ich nicht. Ne? Die waren einfach zu normal. Also ich bin immer ins Chaos rein und das muss man natürlich erkennen. Kommt man aus einem gesunden Elternhaus und gerät in so eine Beziehung, ist das nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, da ist es nicht einfacher. Man kann auch alles verlieren, aber man kann wieder zu dem Gesunden besser zurückfinden. Ja, vielen Dank. Also nochmal vielen Dank, Simone. Narzissmus kann zerstörerisch sein in Beziehungen und Familien. Das haben wir gerade auch nochmal von Simone gehört. Aber auch am Arbeitsplatz kann es kritisch werden. In der Wirtschaft, an unserem Arbeitsplatz, kostet uns Narzissmus tatsächlich ordentlich Cash. Da sehen wir auch richtig gut in unserer Arte-Doku. Wie werden wir Arschlöcher los? Sich am Arbeitsplatz kooperativ und wertschätzend zu verhalten, ist nicht nur für den Teamgeist gut, es kann auch erhebliche Kosten sparen. Bis zu 24 Milliarden Dollar kosten Arschlöcher Unternehmen in den USA, rechnete Robert Sutton bereits 2006 aus. Diese Summe schätzt der Wissenschaftler heute noch sehr viel höher ein. Sutton nennt diesen Wert TAC, die Total Asshole Costs,
Die beinhalten die Schäden an Opfern, wie Kosten für Arbeitsausfälle und Motivationsverlust, Kosten beim Management für das Schlichten von Streit oder auch um neues Personal zu finden, Rechtskosten, wenn idiotisches Verhalten zu Rechtsstreitigkeiten führt, und negative Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen durch geringere Zusammenarbeit zwischen den Teams. Die Preisfrage ist, wie ließen sich diese Kosten vermeiden? Die Antwort des Netflix-CEO Reed Hastings: er toleriere bei Netflix keine Brilliant Jerks, also Mitarbeitende, die fachlich brillant, aber charakterlich, sagen wir, unvollkommen sind. Ja, das ist auf alle Fälle ordentlich viel Geld, das uns das anscheinend kostet. Mitya, was sagst du zu den Berechnungen? Also erstmal ist es natürlich ein legendäres Label, Total Asshole Costs, wunderbar. Also es ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass Narzisstinnen im Arbeitskontext tatsächlich viele negative Konsequenzen haben können, also zu viel Risiko gehen können, was ein Unternehmen Probleme bringen kann, wirklich Druck erzeugen, zu wenig Informationen, die alternativ eben nicht der eigenen Meinung entsprechen, zu integrieren. Und das kann reale Kosten haben. Wichtig ist, glaube ich, zu sehen, dass es auch NarzisstInnen gibt, die ihre Arbeitsgruppe, ihr Unternehmen voranbringen, deren Risiko belohnt wird, weil sie eben nicht auf andere hören und deswegen etwas erreichen, was andere nicht tun. Das hat dann immer mit dem Kontext zu tun, in dem wir uns befinden, auch das Unternehmen sich befindet, und mit den weiteren Eigenschaften, Fähigkeiten, die solche Personen mitbringen. Insofern kann man das nicht pauschal sagen, aber ja, NarzisstInnen können große Kosten verursachen. Aber da sprichst du gerade auch einen sehr interessanten Punkt an. Um richtig erfolgreich zu sein im Job, muss man da ein bisschen narzisstisch sein? Also man muss erstmal klug, fähig sein, mit anderen Menschen umgehen können. Das ist sicherlich zentral. Aber was wir wissen aus der Forschung ist, dass NarzisstInnen tatsächlich leichter aufsteigen. Ja, also wir sehen das sowohl in Experimenten, die wir machen. Wir haben auch Studierende mal 20 Jahre begleitet, vom Studium bis in den späteren beruflichen Verlauf. Und wir sehen tatsächlich, dass Personen, die eine stärkere Ausprägung Narzissmus haben, diese Karriereleiter steiler aufsteigen. Also man hat einen Vorteil, aber man muss natürlich keine narzisstischen Züge haben, um erfolgreich zu sein. Okay, Pablo, gibt es manche Berufe, bei denen du jetzt sagen würdest, ja, da gibt es ganz besonders viele Narzissten und Narzisstinnen? Ja, es hat, glaube ich, Peter Fiedler, Psychologe aus Heidelberg, hat mal so eine Best-of gemacht, und da waren Politiker und Familienunternehmer, also kleine Familienunternehmen mit einem Geschäftsführer, waren da so ganz vorne, die sehr narzisstisch sein müssen, auch um zu überleben, um das hinzukriegen, um an sich zu glauben und überzeugend zu sein. Natürlich in der Ärzteschaft, fange ich gleich mal bei mir an, da freut man sich natürlich im weißen Kittel als Halbgott in Weiß über den Flur zu gehen und zumindest dieses Label irgendwie zu haben. Das ist unbewusst, heute würde man das wahrscheinlich bestreiten, aber trotzdem, es überhöht und erhebt einen so ein bisschen. Also jeder Beruf, glaube ich, der irgendwie exponiert ist, wo man das Gefühl hat, man steht irgendwie ein bisschen höher im Status, wird von Narzissten magisch angezogen, oder umgekehrt, ziehen sich gerne Narzissten, fühlen sich Narzissten von angezogen und gehen da in die Nische rein. Ganz spannend finde ich in der aktuellen Debatte, aber ich ergänze gerne, sind diese selbstaufgebenden Jobs, nicht, wo ich mich opfere. Und das ist so ein bisschen das Neue in der Debatte, dass wir auch über diese narzisstischen Menschen sprechen, die dann 500 Überstunden machen und oder die besten Psychotherapeuten sind und so. Die das also ist auf alle Fälle ein spannender Punkt, und darauf werden wir definitiv auch später nochmal zu sprechen kommen. Ja. Ja. Genau. Achso, ja. Mitya? Genau, wenn ich kurz reingrätschen darf, also würde ich 100% unterschreiben, und auch den letzten Punkt gerne können wir darauf noch mal eingehen. Ich glaube, was man schön sieht an diesen Berufen, die du auch genannt hast, Pablo, es geht wirklich um diese soziale Bewunderung. Ne? Und die eine Möglichkeit ist, das über den, sagen wir, Sozialstatus, den bestimmte Berufe haben, zu erreichen. Aber es gibt natürlich auch Berufe wie Medienbranche zum Beispiel, in der wir auch wissen, dass die Scores höher sind, in denen man per se über soziale Aufmerksamkeit arbeitet. Also auch das ist ein Bereich, in dem der Narzissmus ein bisschen höher ist. Wie viele Punkte hast du? Das sage ich euch gleich. Es ist auch einiges los im Chat, aber auch in der Community. Also nicht alle Fragen, die ich jetzt hier habe, kommen unbedingt jetzt gerade in der Sekunde aus dem Chat, sondern das hier ist etwas, was im Community Post vorab in der Sendung abgesetzt wurde. Da schreibt jemand, dass er einen Kollegen hatte, Nanat heißt die Person des Kommentars, der auch Narzisst
sein könnte. Er stellt das mit einem Fragezeichen. Ihm hat es die größte Freude bereitet, die Fehler der Kollegen zu suchen. Er hat kleine Rechtschreibfehler in großen Mailverteilern korrigiert. Und allgemein rieb er jedem unter die Nase, wie viel gebildeter er ist als andere. Da ist jetzt die Frage, wie erkenne ich denn jetzt wirklich, ob das jetzt ein Narzisst ist? Also reicht das schon für einen Narzisst, Mitya? Naja, also das ist generell schwierig, ne? So Persönlichkeit zu erkennen an einzelnen Verhaltensweisen. Man würde es typischerweise dann so eine Aussage treffen können, wenn man viele einzelne Hinweise findet und vor allen Dingen Hinweise darauf findet, jetzt bei Narzissmus, dass das was mit dieser Bewunderung, diesem Suchen nach Bewunderung zu tun hat. Ja, es kann auch eine Person einfach nur sehr penibel sein und nicht sehr verträglich und dann könnte ein ähnliches Verhalten rauskommen, ne? Also da müsste man schon ein bisschen mehr Hinweise noch finden. Wir haben hier noch eine Behauptung von Why So Serious? Zum Thema bestimmte Berufsgruppen. Narzissten sind tatsächlich vor allem bei den Medien zu finden, jedoch auch in der Politik und generell bei verantwortungsvollen Positionen. Kann man das so verallgemeinern? Stimmt das? Gibt es Berufsgruppen, die da betroffener sind, Mitya? Ja, auf jeden Fall. Aber auch hier ist wichtig zu sehen, das sind kleine Mittelwertsunterschiede. Ja, also wir finden, dass im Mittel der Score ein bisschen höher ist. Aber in all diesen Berufsgruppen finden wir die komplette Bandbreite von sehr wenig bis sehr stark narzisstisch. Ja, also auch bei KindergärtnerInnen oder Krankenpflegern finden wir Personen, die sehr narzisstisch sind. Und auch unter Managern und auch in der Medienbranche finden wir Personen, die sehr wenig narzisstisch sind. Mhm. Ja. Noch eine Frage an Simone. Wohin kann man sich denn wenden, wenn man Opfer von narzisstischer Gewalt geworden ist? Ja, also natürlich kann man sich, wenn es nur psychischer Missbrauch ist, und dann ist es immer schwierig. Also sobald Gewalt ins Spiel ist, kann man ja auch an den Weißen Ring gehen. Gibt es Anlaufstellen, Frauenbeauftragte in den Städten. Ansonsten, ja, natürlich schauen, ob in der Umgebung eine Selbsthilfegruppe ist. Also ich glaube, ich habe viele, die erstmal den Anlauf bei uns suchen, um dann erstmal klarzukommen. Um erstmal unter Menschen zu kommen, die das verstehen und von da aus dann weiterschauen. Also kommt immer darauf an, schwierig ist es, wenn es wirklich nur diese psychische Geschichte ist, weil das kannst du nicht einfach so anzeigen zum Beispiel. Ne? Ja, das kannst du, aber das hat halt keinen Sinn. Ne? Also das bringt dich keinen Meter weiter. Sobald Gewalt im Spiel ist, sieht es ein bisschen anders aus. Aber ja, das muss man beweisen und beweisen ist fast unmöglich, weil ich sag mal, der Betroffene ist meistens auch emotional am Ende und dann wird, sage ich jetzt mal, der Narzisst befragt, der ist dann natürlich ganz tough und sagt, naja, die hat sie halt nicht alle, ne? Und die ist psychisch auch schon ein bisschen auffällig und schon bist du eigentlich, ja, hast du einen ganz schlechten Stand. Ja. Ist schwierig. Und ja. Dafür fehlt halt die Wahrnehmung. Also ja. Engagiere ich mich besonders, dass man sensibel ist, wenn so ganz eindeutige Storys, die Frau ist bekloppt und ich weiß genau, wie es geht, wenn genau diese Story kommt und ein Richter im extremsten Falle kommt es auch vor Gericht, strittig, die müssen sensibilisiert werden und dafür engagiere ich mich sehr, dass die nochmal nachfragen und nachdenken, bevor sie dann die Schublade dann zumachen. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Hm. Dass Menschen überhaupt mal. Ja. Ja. Aber da sind wir jetzt live dabei. Jetzt ist es wirklich die Zeit und ich finde auch, Mitya, dass dein Buch da ist, ist großartig, weil wir können dann auch damit beim Richter wählen oder keine Ahnung oder Leute informieren und aufklären und dann haben wir den sachlichen Anteil und die emotionalen Geschichten und alles zusammen ist sehr überzeugend. Ja, ich glaube, gerade bei Richter, also wir haben ja auch viele betroffen, wenn sobald Kinder im Spiel sind, also wenn es ein Pärchen ist mit gemeinsamen Kindern, dann wird es ganz übel. Ja. Und das vor Gericht ziehen dann meistens, ich sage jetzt mal die Opfer, die Betroffenen, oft den Kürzeren. Also die bekommen zum Teil ihre Kinder weggenommen, weil er sich einfach besser verkauft. Okay, das sind natürlich jetzt sehr erschreckende und extreme... Ja, aber die gibt es ganz natürlich. Oft. Natürlich. Die gibt es sehr häufig. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Wie häufig, häufig gibt es diese Extreme? Ich würde sagen, sehr häufig. Ja. Also, ob das Kind dann letztendlich weggenommen wird oder wenn es jetzt der Vater ist, der toxisch ist, sage ich mal, hat sich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht um das Kind gekümmert oder interessiert. Aber sobald diese Beziehung zu Ende ist, möchte man ja schon noch Schaden anrichten, und zwar an dem Partner, der das ausgestiegen ist. Und dann wird es meistens über das Kind
betrieben. Und dann kommen so auch so Geschichten wie jetzt das Wechselmodell oder, die vorher überhaupt nicht interessant für ihn waren. Und dann werden auch Kinder damit involviert und es ist ganz schwierig. Aber ja. Es gibt sehr viele Fälle, ja. Und, ja. Also da kann ich auch nur ergänzen, wenn wir dafür das ausrollen wollen, ein unter dreijähriges Kind in der Prägungszeit wird der Mutter genommen, weil sie eine Angststörung haben soll, zum Beispiel. Realität. Und jetzt wird das Wechselmodell bei der Mutter, die jetzt zum Partner wieder gezogen ist, zum getrennten Partner in die Nähe, wird verboten, das Wechselmodell zu machen, weil ja ein Kind muss ja eine stabile Bindung aufbauen zum Vater. Drei Gerichte sind involviert, drei verschiedene Richter, die entschieden haben, oder Entschuldigung, zwei verschiedene Landkreise. Einmal wird das Kind der Mutter genommen unter der Ansage, die Bindung ist schwierig, was nicht so gestimmt hat. Das war nämlich genau so eine Geschichte, wie du erzählt hast. Und jetzt ist das Kind beim Vater und jetzt wird es genau umgedreht und der Mutter sozusagen vorgehalten, dass sie keine vernünftige Bindung herstellen kann. So gerade so diese Bindungsintoleranz wird dann oft unterstellt. Als Begriff. Genau. Ein Begriff, der nicht wirklich definiert ist. Ja. Vielleicht weiß Mietja, Bindungsintoleranz ist die Fähigkeit oder Unfähigkeit, den Partner auszuhalten oder das Kind beim Partner auszuhalten. Oder, ich weiß es nicht, also das ist wirklich, wird, glaube ich, auch missbräuchlich, das korrigieren, benutzt, können wir diskutieren, benutzt, oder? Ja, also ich glaube, es gibt viele, viel zu viele Begriffe, die erfunden werden, neue hinzugefügt werden. Ich möchte nochmal dazu anregen, so ein bisschen zu differenzieren. Ne? Also diese Fälle, die ihr schildert aus der Praxis und aus der Beratung, die sind, glaube ich, total wichtig, die ernst zu nehmen und auch aufmerksam zu machen. Es sind aber natürlich seltene Fälle. Ja, genau. Also die meisten Beziehungen laufen nicht so und auch die meisten Beziehungen mit NarzisstInnen laufen nicht so. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Differenzierung, dass wir auf das eine aufmerksam machen, aber nicht so tun, als hätten wir damit Narzissmus verstanden, sondern wir haben damit Menschen verstanden, die ausnutzend sind, manipulativ sind, bösartig sind und auch narzisstische Züge haben. Ja? Und wir wissen, dass es unter diesen Menschen häufig auch Narzissmus gibt. Aber die allerwenigsten Narzissten sind bösartig und haben diese ausnutzenden Züge. Und das ist nicht der Wesenskern von Narzissmus. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, an der Stelle machen wir mal so einen kleinen Sichtwechsel und gucken mal auf die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Sonnenseite oder positive Seite, wenn man das so sagen kann, des Narzissmus. Mietje, du hattest vorhin ja auch schon so ein paar Sachen angesprochen. Was wären denn solche positiven Seiten, die wir Menschen mit narzisstischen Anteilen, sage ich jetzt mal, in uns haben? Vielleicht kann man es generell auch so begreifen, dass mit Narzissmus, mit dieser großartigen Vorstellung von sich selbst, eine enorme Energie und Kraft verbunden ist. Und mit Kraft kann ich vieles machen. Ja, ich kann Sachen kaputt machen, ja, ich kann Sachen zerstören, aber ich kann eben Sachen auch erschaffen. Ja, und in diesem Kontext würde ich das so ein bisschen setzen. Narzissten können verführen, und das meine ich jetzt im positiven Sinne. Also sie können andere Menschen begeistern, sei es neue Freunde, sei es PartnerInnen, sei es im Job. Können sie durch ihre charmante, selbstbewusste Art so einen sozialen Raum schaffen, der die Möglichkeit zum Kennenlernen liefert. Wir kennen das alle. Wenn wir andere Menschen kennenlernen, dann kann das schnell so ein bisschen awkward sein. Ja, wir wissen nicht genau, was wir sagen sollen. Wenn dann Menschen sind, die einfach in die Situation reingehen, etwas tun, dann mögen wir das. Und das ist nicht deswegen, weil Narzissten hingehen und sagen, so, und jetzt verführe ich die mal. Ich habe einen bestimmten Plan, eine Strategie, eine Liste. Sondern die sind einfach so und sie zeigen Eigenschaften, die wir dann positiv finden. Das wäre so ein Beispiel. Simone, wenn du das jetzt so hörst, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, was sagst du dazu? Also siehst du auch diese positiven Facetten, sage ich jetzt mal, beim Narzissmus? Ja, sehe ich, habe ich zu Hause auf dem Sofa sitzen, mein Mann. Das ist so mein Hobby-Narzisst. Er hat all diese, wirklich diese Gaben, er ist sehr eloquent, er steht gerne im Mittelpunkt. Aber... Wie gesagt, das sind narzisstische Züge, die sehr positiv sind. Und genau, jetzt von deinem Mann kommen wir jetzt einfach mal zu dir, Pablo. Du sagst ja über dich selber, dass du ein netter Narzisst bist. Ne? Was genau haben wir uns darunter vorzustellen? Was ist ein netter Narzisst? Ich habe die Debatte für mich so eröffnet, als ich dann das Buch schrieb, dass ich will auch nicht negativ darüber berichten. Ich will natürlich erzählen von den Schattenseiten, aber auch von der Energie, der Lebensenergie und so. Und als dann das Cover fertig war vom Buch und ich im Hinterkopf noch eine Kollegin hatte, die sagte, du bist auch ein bisschen narzisstisch, aber netter, das hatte ich noch so im Hinterkopf, habe ich dann das Cover korrigiert und habe netter Narzisst draufgeschrieben. Seitdem ist es so. Und die Definition von netter Narzisst ist,
ziemlich tragisch. Also ich weiß nicht, ob es eine gibt, aber ich habe eine mal gehört, die heißt, der ist für eine Stunde gut auf einer Party, aber nicht wirklich hilfsbereit. Oh. Und dann habe ich mir gedacht, ach scheiße, jetzt habe ich dieses Label, aber okay, ich trage es mit Würde und bin weiterhin nett und also. Ja, genau, das ist auch nochmal interessant. Wann war denn so dieser Moment oder was war das für ein Gefühl, als du dich zum ersten Mal mit deinem eigenen Narzissmus konfrontiert gesehen hast? Weil ich meine, du sagst es ja gerade selber, das ist ja jetzt nicht gerade so ein Label, dass man sich gerne aufdrückt, dass man sagt, oh ja, ich bin Narzisst. Ja, und die Kollegin hat es ja auch gemerkt, ne, dass du bist auch so und dann gleich netter. Ich habe das gemerkt, weil einmal wir machen Selbsterfahrung in der Psychotherapieausbildung, müssen wir uns selber auf die Couch legen. Und kriegen dann so ein paar Sachen mit, wie wir die Welt sehen, was wir in die Welt senden und so. Und dann kam das schon raus. Wo es aber richtig deutlich wurde und ich auch selber dachte, wow, das ist wirklich so, dass wenn auf der psychiatrischen Aufnahmestation die neuen Patienten kamen, die narzisstischeren haben die mir immer geschickt. Ach, weil die gesagt haben, der Pablo kommt da besser mit klar, hält die aus. Und das ist ja dieses Ähnlichkeitsprinzip, dass die sich halt zusammenrotten. Und ich konnte dann irgendwann an den Sitzgruppen wissen, Depressionen, Ängste, Persönlichkeitsstörung, die saßen dann immer zusammen. Und ich hatte dann sehr häufig diese persönlichkeitsgestörten Menschen. Okay. Und was sagt deine Frau dazu? Oder wie ist deine Frau damit umgegangen? Naja, die fand das auch gut, aber nach dem Ähnlichkeitsprinzip habe ich sie natürlich auch in meinem ersten Buch so ein bisschen auch entlarvt. Und wer das Buch zu Ende gelesen hat, weiß, dass sie mich dann in ihrer narzisstischen Art verdeckt dann überholt quasi im Status. Und sie kommt in der Realität mit mir sehr gut klar, weil wir uns da ganz, also wir sind gar nicht so pathologisch narzisstisch, wie man das vielleicht vermutet, sondern wir verfolgen halt jeder für sich, ihren eigenen Bereich und treffen uns im Grunde genommen an der Schnittmenge und haben sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes. Und das ist ja auch ein, wenn man so will, eine Garantie für eine lange Beziehung, dass man mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes hat. Und so verfolgt jeder seine Illusionen und Ideale und scheitert und ist erfolgreich und dann ist es eigentlich eine normale Beziehung auf diesem Niveau dann sozusagen. Okay, also falls jemand das Buch von Pablo noch nicht gelesen hat, es heißt Gestatten, ich bin ein Arschloch, ich finde den Titel auch ganz grandios. Simone, würdest du oder hättest du Pablos Frau in deine Selbsthilfegruppe eingeladen? Puh, ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob sie wirklich gelitten hat, oder leider. Nee, ich glaube, sie hat ja auch narzisstische Anteile und in der Mitte treffen sie sich und dann kann das funktionieren. Ich habe noch so ein kleines Stimmungsbild aus dem Chat. Man kann nämlich im Chat Umfragen stellen und da haben wir gefragt, ist Narzissmus immer etwas Negatives? Fast jeder Zweite sagt, es ist immer schädlich. Wir sind da bei 40%. Aber, und auch diese Kommentare habe ich gesucht, es gibt auch Menschen, die sagen, es hat auch was Positives. Nico zum Beispiel schreibt, es ist sicherlich eine Quelle für extrinsische Motivation. Und Samuel schreibt, der Narzissmus sorgt dafür, dass ich einen sehr starken positiven Tatendrang entwickelt habe, um diese Bewunderung auf der Arbeit aufrechtzuerhalten. Ja, ist motiviert, ja. Aber ein Risiko ist natürlich, dass man mit dem Arsch einreißt, was man mit den Händen aufgebaut hat. Ja, das ist, was ich häufig auch höre und selber auch bei mir habe. So, oder dass man sich gierig überfrachtet mit Projekten und ja, das mache ich auch noch und so. Und so ein bisschen Time-Blindness und also nicht kapiert, dass man irgendwie 24 Stunden nur hat zur Verfügung am Tag. Also deshalb auch ganz spannend, dann habe ich jetzt ADHS oder bin ich jetzt Autist? Ne? Das sind auch so Fragen von Klienten, weil die dann auch so, Mietje, weiß nicht, wie ist da die Überlappung, das weißt du besser. Das sind auch Merkwürdigkeiten, die dann Narzissten oder glauben, Menschen, die narzisstisch sind oder meinen zu sein, die das dann auch haben. Ne? Also die wirklich so für sich sind und irgendwie nicht links und rechts gucken und auch nicht merken, wie die Zeit vergeht oder wie sie nicht merken, wie sie ein Projekt in Sand setzen. Und da ist sehr hilfreich, also das merke ich in der Therapie, wenn ich meinen narzisstischeren Klienten sage, dass das unbewusst passiert. Ich bin ja Tiefenpsychologe, also gebe ich denen die Möglichkeit, sich darüber so ein bisschen zu entschulden, den Druck rauszunehmen, dass sie schuld sind. Das ist ja schwer zu ertragen, wenn ich bin schuldig, ich bin Narzisst und so. Und das ist eigentlich ganz schön, weil da ist dann so ein Raum, wo sie sich dann aktiv gestalten können und ihre Narzissmen reduzieren können oder besser einsetzen können, dass es nicht so schädlich ist. Mitja, willst du dem noch was hinzufügen? Ja. Genau, direkt dazu. Ich glaube, was ihr schön beschrieben habt, dass sowohl so positive als auch negative Seiten hat. Ich glaube, man muss da gar nicht so viel
reinzaubern, sondern das ist wirklich einfach eine Lebensstrategie, wie viele andere Lebensstrategien. Und das eine, die sehr viel aufs Vorankommen setzt, ne? Auf diese Bewunderung. Und dann bleibt eben weniger Energie für das Zurechtkommen mit anderen übrig. Mhm. Ja? Und das ist eine Strategie, die extrem ist in dem Sinne, weil sehr, sehr viel auf das Vorankommen gesetzt wird. Und deswegen ist sie riskant, ne? Weil viel erreicht werden kann, aber auch da andere Sachen zu kurz kommen, weil viel Risiko gegangen wird. Aber es ist eine von vielen Lebensstrategien, die nicht weniger bewusst, unbewusst, gefährlich, ungefährlich ist als andere auch. Jetzt haben wir eine Frage, die natürlich in diesem ganzen Zusammenhang, weil wir hinterfragen uns natürlich auch alle, glaube ich, auch im Laufe des heutigen Abends immer mehr selber. Wie wird man eigentlich Narzisstin oder Narzisst? In der Arte-Doku Wie werden wir Arschlöcher los? Wird genau dieser Punkt nochmal ganz genau aufgegriffen. Egoismus ist also die Grundlage für viele unsoziale, teilweise bösartige Verhaltensweisen, wie Narzissmus oder Sadismus. Doch warum verhalten sich manche Menschen mehr, andere dafür weniger egoistisch? Und wieso gibt es ihn überhaupt, den Egoismus? Die Tendenz, uns um unsere eigenen Bedürfnisse zu kümmern und die auch in den Mittelpunkt zu stellen, die ist uns angeboren. Und die hat auch in unserer Entwicklungsgeschichte ihre Funktion. Also wenn wir als Spezies uns nicht zentral um die eigenen Bedürfnisse gekümmert hätten, hätten wir nicht überlebt. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig zu sagen, dass wir als Spezies auch nicht überlebt hätten, wenn wir uns nicht umeinander gekümmert hätten. Also auch die Tendenz, uns großzügig, hilfsbereit, mitfühlend zu verhalten, ist uns angeboren. Aha, Komponente 1, unsere Gene. Studien gehen davon aus, dass bis zu 50% unseres Verhaltens von ihnen bestimmt wird. Und damit, ob wir eher soziale oder egoistische Tendenzen besitzen. Ob allerdings jetzt nur, weil eine Prädisposition vorhanden ist, sich egoistisch zu verhalten, Menschen das auch tun, also zu Egoisten werden, das hängt von zahlreichen Umwelteinflüssen und Lernerfahrungen ab. Dazu zählt natürlich Erziehung, aber auch später Schulzeit, Aufwachsen, Freunde und so weiter. Mitja, also heißt das, wenn meine Eltern Narzissten sind, bin ich chancenlos und werde auch automatisch Narzisst? War's das dann? Nein, es gibt weiterhin alle Chancen und man muss es in die eine und andere Richtung weder positiv noch negativ sehen. Aber es gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich auch narzisstische Züge entwickle. Und das liegt in der Tat zum großen Teil an den Genen. Das ist relativ gut abgesichert, dass 50% auch der Unterschied im Narzissmus genetisch verankert sind. Ja. Aber 50%, ich finde das schon ziemlich krass. Kann man Narzissmus einfach halbieren oder wie haben wir uns das vorzustellen? Nee, wir sehen ja Unterschiede im Narzissmus, die wir einfach beobachten. Und dann kann man sich fragen, woran liegt das? Und ein großer Einflussfaktor sind eben die Gene, die hier dazu beitragen. Man kann es jetzt im Individualfall nicht sagen, so und so viel Teil ist jetzt genetisch verankert, aber Gene spielen hier einen starken Einfluss. Das heißt aber auch, dass es andere Faktoren gibt, ne? Also dass 50% hier auch noch übrig sind. Genau, das sind dann die gesellschaftlichen Faktoren, Erziehung, Freunde, Erlebnisse. Wie genau weiß man das? Also was gibt es da für Punkte, die noch wichtig sind? Also was, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass man eben nicht nur auf die Erziehung schaut. Also lange Zeit hat man gerade beim Thema Narzissmus im Prinzip geschaut, ja okay, das muss irgendwie an der Erziehung liegen und meistens mit der Idee, dass irgendwie so eine kalte Erziehung, die dann kompensiert werden muss über den Narzissmus. Dafür finden wir tatsächlich nahezu keine Evidenz. Also und zwar einmal sehen wir, dass die Erziehung selbst für die Persönlichkeitsentwicklung gar nicht so einen großen Effekt hat, wie wir häufig angenommen haben. Ja, sondern das, was die Eltern mitgeben, wird zum großen Teil über ihre Gene weitergegeben. Und es sind andere Faktoren, die wir meistens gar nicht so berücksichtigen. Freundesgruppen, Schulzeit, beruflicher Werdegang, Erfahrung in Liebesbeziehungen. All das sind Punkte, die wir viel stärker berücksichtigen müssten. Und dann auch in Kombination mit der genetischen Disposition. Aber Erziehung ist dramatisch überschätzt und dann meistens auch noch falsch verstanden. Mhm.
Pablo, wenn du jetzt mal so zurückdenkst an den kleinen, netten Narzissten, was hat denn dazu geführt, dass er sich ja zum erwachsenen, netten Narzissten entwickelt mich, hat? Mich selbst. Ja. Also es gibt diese Einzelerfahrungen, die einen gekränkt haben. Also über die Kränkung kann man auch sehr viel diskutieren, ja. Im Narzissmus übrigens. Auch sehr spannend, ob es das wirklich gibt oder nicht. Aber die Einzelerfahrungen sind natürlich entscheidend, dass man merkt, man ist übersensibel auf Kritik zum Beispiel oder man ist man springt sehr schnell auf Belohnung oder auf Anerkennung an. Ne? Dass es so kleine Suchtmomente gibt von Anerkennung und Bestätigung und Sensibilität auf Kritik. Das sind so Mechanismen. Aber da ich ja nicht so richtig hochscore als Narzisst, würde ich das mal abstrahieren und würde sagen, dass wenn ich meine großkalibrigen Narzissten aus der Therapie frage und die mal so zusammenfasse als Einzelfälle, dann sind es häufig Dinge, die so eine Kombi, so eine Mischung. Also es ist manchmal, hab man das Gefühl, die elterliche Erziehung, die Kälte oder die Wärme. Mitya, du sagst, das ist nicht sicher. Das glaube ich sehr gerne, dass das in der Masse dann verschwindet. Aber in den Einzelfällen, wo ich dann so tiefer bohre, da findet man immer wieder einen guten Grund, narzisstisch, wenn man so will, zu kompensieren. Oder eben diese Veranlagung dann, dass die sich dann da zeigt. Und das ist sehr individuell. Also würde mir sehr schwer tun. Bei mir Einzelerfahrungen, Genetik, wahrscheinlich sind das die beiden Faktoren. Und auch vielleicht so eine Mischung aus Neugierde. Also ich sehe mich eher als einen neugierigen Menschen, der Sachen, wie Mietje auch sagt, der sich sozusagen reinschmeißt und guckt, was passiert. Also nicht so viele Ängste hat. Natürlich Ängste schon hat, aber sich das irgendwie zutraut und eigentlich eine höhere Selbstsicherheit hat als andere in dem Moment. Mhm. Oder die es vorgibt zumindest. Mhm. Ja. Und damit dann es schafft. Und dann ist es auch viel Glück. Also es ist auch so ein bisschen, der viel versucht, der hat dann auch mal dieses Serendipity-Moment, also die glückliche Fügung. Ja. Also, dass ich das Buch vor 3 Jahren geschrieben habe und das in der Pandemie rauskam, hätte ich ja auch nicht geplant. Ja. Also das sind also Glücksmomente, wo man dann plötzlich sichtbar wird und wenn man dann in dem Moment dann auch die Leistung, wenn man es Leistung nennen mag, bringt oder performt oder abliefert und dann kommt das gut an, dann ist das ein Match, dann passt das und dann ist das, dann passiert. Und wenn ich mich dann ständig um sowas kümmere, also und andere Dinge vernachlässige, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eher erfolgreich ist, tatsächlich statistisch gesehen einfach höher. Ja, absolut. Ja. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf diesen Aspekt mit Erziehung eingehen, denn das, was wir ja auch immer mal wieder hören und suggeriert bekommen, wenn du dein Kind wie einen kleinen Prinzen oder eine Prinzessin aufwachsen lässt, die ganze Zeit sagt, du bist besser, du bist was ganz Besonderes, dass das doch Narzissmus fördert. Was sagt ihr dazu? Also ich glaube, dann machst du, Mietje, ich glaube, dass wenn wir Kinder fürs Kacken loben, das müssen wir halt irgendwann aufhören. Also wenn wir sie zu sehr auf den Podest stellen, ist schwierig und für keine wirkliche Leistung, sondern wenn wir sie nicht liebevoll als Mensch spiegeln, dann züchten wir uns eher jemand, der belohnungsorientiert und anerkennungsorientiert sich programmiert. Mhm. So. Mietje. Genau. Das Schöne ist, was ja man daran auch sieht, dass wir so in der allgemeinen Diskussion darüber alle möglichen Gründe heranziehen, die potenziell in der Erziehung liegen, die sich auch zum Teil ja widersprechen. Ne? Also einmal ist die kalte Erziehung, einmal die lobende. Das, was wir aus der Forschung wissen, gibt gar nicht so viele Studien, weil es ganz schön anstrengend ist, Kinder und ihre Eltern dann, wenn die Erziehung passiert, mehrere Jahre zu begleiten. Ja. Das, was wir wissen, ist tatsächlich dieses, wie du es beschrieben hast, Pablo, dieses übermäßige Loben. Ja? Also wenn ich Kinder die ganze Zeit auf den Podest stelle, ja, das ist, niemand kann so schön singen, das ist der schönste Bauklötzchenturm, der jemals gebaut wurde. Ja? Diese Form von Erziehung, die hängt statistisch mit einem höheren Narzissmus der Kinder später zusammen. Das ist ein kleiner Effekt, ne? Vor dem Hintergrund, dass Erziehung generell nicht so einen starken Effekt hat. Sind das aber wahrscheinlich die Erziehungsanteile, die am ehesten mit zum Narzissmus beitragen? Es ist ganz spannend, was gerade im Chat auch passiert, weil hier auch eifrig diskutiert wird. Wir haben so 2 Diskussionen, einmal hier, spannend, und ich darf noch den Chat mitlesen. Bernd Thiel schreibt zum Beispiel, Narzissmus gewöhnt man sich nicht an, man wird dazu gemacht. Ist jetzt die Frage, wird man wirklich dazu gemacht oder hat man selbst noch Einfluss mit, Man hat selbst Einfluss. Ne? Also wir sind...
Wir sind schon auch die, wir sorgen selbst für unsere Persönlichkeit. Ja? Wir suchen uns Situationen, die dann wieder etwas mit uns machen. Aber das ist nicht zufällig, welche Situation wir uns suchen. Na, also wahrscheinlich ist es so, wie es Pablo eben auch geschrieben hat in dieser Mischung. Wir haben vielleicht einen genetischen Einfluss, der diese Neugier, diese Lust auf Neues, diese Lust auf soziale Bewunderung haben. Dadurch tun wir bestimmte Dinge, die uns dann wieder bestärken. Und daraus kann so eine Entwicklung vonstatten gehen. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie hilflos von irgendwem zu Narzissten gemacht werden. Okay. Es geht weiter mit Mr. Broken. Der fragt, ob es geschlechtsbezogene Unterschiede bei der Ausprägung und den Symptomen des Narzissmus gibt. Vielleicht auch wieder Mitya. Ja, das ist ja so ein, das Interessante ist ja, wenn wir über Narzissten, Narzisstinnen nachdenken, dann fallen uns meistens Männer ein. Ja, wenn wir aber schauen in großen Meta-Analysen, dann sehen wir, der Unterschied im Narzissmus, dieser Mittelwertsunterschied, der ist wirklich sehr, sehr klein nur. Ja, das heißt, wir haben bei Männern als auch bei Frauen, als auch bei anderen Geschlechtern die ganze Bandbreite im Narzissmus wieder vorliegen. Wo wir so kleine Unterschiede finden, ist in dem Ausleben, dass es bei Männern ein bisschen offensichtlicher ist, dass die Ellbogen ein bisschen stärker rauskommen und es ein paar so Geschlechtsstereotype-Effekte gibt, dass Männer vielleicht eher mit dem Beruf und Frauen eher mit dem Aussehen den Narzissmus ausleben. Aber auch das sind wieder nur kleine Unterschiede und es gibt auf all diesen Spielfeldern alle Geschlechter, die sich da beteiligen. Das heißt, über das Geschlecht, ja, über die Kenntnis des Geschlechts können wir sehr wenig auf den Narzissmus rückschließen eigentlich. Okay, nochmal eine Rückfrage zu der Geschichte mit der Erziehung. Hier wird Mr. Broken, den ich eben schon zitiert habe, fragt nochmal, warum sollte der Einfluss der Erziehung in dem Fall so gering sein? Pablo, vielleicht kannst du da auch. Also ich habe in meinem letzten Buch, kurzer Werbeblock, da habe ich so eine Frage bezüglich Erziehung und da ist der wohl der Unterschied, das ist nicht meine Studie, sondern von Robert Mestel, das macht er, glaube ich, auch noch, ist noch gar nicht, gibt noch nicht viele Ergebnisse, aber da ist die Idee, dass wenn man eher Kränkungserfahrungen hat als Kind und verunsichert wird, dass man dann so Neurotizismus entwickelt als Kind. Also das ist wohl, also Mitya, korrigiere mich, aber da ist man so eher so ängstlich unsicher im Selbstwertgefühl und da kann man natürlich dann kompensieren, dass man eben versucht, toller zu sein, als man ist oder als man sich zutraut oder eben dieser leicht kränkbare Typus wird von Narzissmus, der eigentlich gar nicht so in die Gänge kommt, aber sich ständig zurückgesetzt fühlt und eigentlich davon träumt, großartig zu sein. Mhm. Auch eine spannende Frage. Ich mache einfach mal weiter, weil so viel im Chat passiert. Stefan Gynowski fragt, mich interessiert, ob auch der sozioökonomische Status, also das Milieu, in dem man aufwächst, damit man damit zusammenhängt, gefühlt würde ich sagen, dass reiche, also wohlhabende Menschen eher zum Egoismus und zum Narzissmus neigen, beziehungsweise auch ihre Kinder entsprechend prägen. Also kurz gesagt, sind Reiche da anfälliger? Ich glaube ja, aber Mitya, du weißt es besser, ne? Ja, ich glaube schon. Also wir haben mal mehrere Studien gemacht mit Millionären, also die tatsächlich über 1 Million flüssig haben und da finden wir tatsächlich höhere Ausprägungen im Narzissmus. Interessanterweise aber eher in diesem strahlenden Aspekt und weniger in den Ellbogen. Also es gibt auch viele Ideen, dass jetzt reiche Menschen besonders unverträglich wären. Dafür haben wir wenig Evidenz gefunden, aber sie sind von sich selbst überzeugter auf jeden Fall. Und wir sehen es interessanterweise, diese Neigung stärker bei Millionären, die Selfmade-Millionärs sind, als bei solchen, die das nur geerbt haben. Es könnte also sein, dass das auch ein Hinweis darauf ist, dass solche Eigenschaften, gerade wie sowas wie Risikofreude, eben Teil auch mit beiträgt zu einem höheren Status, den Menschen erreichen. Es passt zumindest auch zu dem, was wir wissen über den beruflichen Aufstieg. Jetzt wollten wir natürlich auch wissen, wie ist es denn bei euch da draußen? In der Community. Wir haben einen Community-Post abgesetzt vor der Sendung und haben gefragt, habt ihr narzisstische Züge? Da haben 35.000 Menschen mitgemacht. Wow. 43% haben gesagt, geht so, habt nur ein paar narzisstische Züge. 38% sagen, nö, gar nicht. Und 10% ja. Ja, krass. Also Umfrage zeigt dann so im Prinzip, die meisten sagen, Narzissmus ist jetzt keine sonderlich gute Eigenschaft. Deshalb vielleicht auch diese knapp 40%, die sagen, ich bin überhaupt nicht narzisstisch. Aber sorry, da müssen wir euch leider enttäuschen. Es kommt jetzt nämlich eine unangenehme Wahrheit, Pablo. Du würdest sagen, vergiss es, wir sind alle mehr oder weniger narzisstisch, oder? Ja, klar, das ist eine dimensionale Geschichte. Da ändert sich ja auch hat sich jetzt die Nomenklatur auch geändert deswegen, weil die Realität der bisherigen Einteilung der Persönlichkeitsstörung sozusagen überholt oder korrigiert hat. Das heißt,
ich bin ein bisschen mittelgradig oder schwer narzisstisch. Und dann, wenn wir jetzt in die Persönlichkeitsstörung reingingen, was sehr unangenehm wird für Betroffene und für einen selbst, dann leidet man auch noch dran. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, noch eine Kategorie, die wir noch gar nicht so sehr haben, dass die Betroffenen selber auch ja. leiden. Daran. Genau. Auch darüber, das reißen wir auf alle Fälle auch noch mal ein bisschen genauer an. Mitja, du hast einen Test entwickelt, mit dem kann man seinen eigenen Ich-Score errechnen, also checken lassen. Ich habe den natürlich auch schon gemacht. Aber erklär doch du erst mal, wie funktioniert denn genau ja. der Test? Also es gibt natürlich eine ganze Reihe an Tests zum Narzissmus, die alle nach der Logik funktionieren, die Pablo eben auch erläutert hat. Narzissmus ist eine Eigenschaft, wie viele andere Eigenschaften auch, wie Schüchternheit, wie Ordentlichkeit. Ja, die ist breit verteilt und man kann nicht sagen, Narzissmus geht mich gar nichts an, weil irgendeine Ausprägung werde ich haben auf dieser Dimension. In diesem Ich-Score, das ich jetzt im Rahmen meines Buchs Ich, die Kraft des Narzissmus, entwickelt habe, das ist so ein Best-of aus existierenden Fragen, damit kann man eben von 0 bis 100 die eigene Tendenz ablesen. Ja, finde ich mega spannend. Und? Und? Ja. Punkte? Mache ich jetzt, tease ich jetzt auf später oder sage ich es direkt? Ich glaube, da kommen wir gleich dazu. Vielleicht kann ich hier mal einhaken. Wir haben wieder einige Kommentare. Und zwar gibt es, ich nenne es mal Fragezeichen in der Community, ganz viele schreiben, normalerweise, ich fasse es mal zusammen, normalerweise ist es doch so, ein Narzisst würde niemals zugeben, dass er einer ist. Das schreiben verschiedene Menschen. Also ich habe hier Meta-Maurer, den Kanatas und alle sind jetzt verwundert, dass es trotzdem 10% gesagt haben, ja, bin ich. Wie hängt das zusammen? Es gibt ja ich sehe zwei nickende Gesichter. Also, ja. Also ich finde den Single-Item-Test, heißt der, glaube ich, da fragt man einfach nur, wie narzisstisch schätzt du dich selbst ein, 1 bis 7 oder 0 bis 7. Und dann, wenn du mehr als 3 oder 4 sagst, dann bist du das. Und das wissen die meistens selbst sehr gut. Und vielleicht schämen sie sich oder haben sie noch nie gefragt worden. Deshalb haben sie es nicht gesagt. Okay. Mitja? Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr interessant, weil wir diese Idee haben, dass Narzissten überhaupt gar nicht realisieren, dass sie narzisstisch sind. Ne? Müsste man sie irgendwie draufstoßen. Eine amerikanische Kollegin von mir, Erika Carlson, hat es mal systematisch untersucht und hat viele Menschen einfach gefragt nach ihren eigenen Einstellungen zu sich selbst und auch dazu, was andere über sie denken. Und natürlich ist es so, dass NarzisstInnen sagen, sie sind irgendwie intelligenter und witziger, aber sie sagen auch über sich selbst, dass sie arroganter sind beispielsweise. Und sie sagen auch, ja, andere finden mich auch arroganter. Ja? Das heißt, die wissen durchaus über ihre narzisstischen Züge, aber es ist diese Haltung, die da mitschwingt, das kann ich mir aber auch leisten, denn ich bin eben auch was Besonderes. Und dann diese ehrliche Arroganz muss man sich eben auch leisten können. Das ist die Haltung, die da rüberkommt. Also wir wissen mittlerweile, dass die Selbstkenntnis da in keiner Weise eingeschränkt ist. Ja, ich wollte es gerade sagen, also eine gewisse Selbstreflexion gibt es da schon. Dein Test, Mitja, haben jetzt über 10.000 Menschen gemacht. Ich glaube, heute Abend werden das sicherlich auf alle Fälle noch mal ein paar mehr werden. Und du sagst, wer einen Wert über 58 Punkten hat, der zählt schon zu den Narzissten und jetzt kommt die große Aufdeckung. Ich habe 51. Oder sind es 68? 58 waren das, nicht wahr? Ja, genau. Wie kommst du auf diesen Wert? Also das ist einfach eine statistische Daumenregel. Wenn man eine Daumenregel braucht, weil man unbedingt sagen will, ab jetzt ist man ein Narzisst, eine Narzisstin, dann würde man diese einsetzen. Das hat einfach mit der typischen Streuung zu tun. Ab wann sagt man dann, ne, eine Person liegt überdurchschnittlich oder liegt unterdurchschnittlich. Das ist natürlich ein arbiträrer Cut-off, aber wenn man einen verwenden will, dann kann man das tun. Aber natürlich ist man mit 51 ein Stück weit narzisstischer, als wenn du jetzt 31 hättest. Das heißt, bei dir sind diese Züge stärker ausgeprägt. Überraschung. Als bei jemanden, der da 31 hat. Ja, okay. Also ich meine, wir sitzen ja jetzt hier gerade alle auf der Bühne vor der Kamera. Ich glaube, mit meinen 51 komme ich, glaube ich, ganz gut zurecht, wenn ich das sagen darf. Aber ja, an der Stelle auch nochmal die Abgrenzung. Pablo, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, ja. NPS. Also wir grenzen das jetzt nochmal konkret ab. Was ist das jetzt im Vergleich zu jemandem, der halt auf der Ich-Skala ein bisschen weiter oder ein bisschen höher ist im Ranking? Das ist eine Definitionssache, die auch mit der neuen Nomenklatur bei der Diagnosestellung von der WHO jetzt auch
kippt, beziehungsweise ein bisschen verändert wurde. Mhm. Wir müssen zuerst die Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Das ist das Wichtigste. Ja, also wir können nicht einfach nur sagen, weil jemand sich wie ein Arschloch benimmt, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat. Mhm. Und das ist der Vorteil jetzt der neuen Einteilung. Die Schwierigkeit der neuen Einteilung der ICD-11 ist, dass wir jetzt viel kleinteiliger irgendwie sammeln müssen, nämlich nach 5 Kriterien und darin besonders 3, eben Verträglichkeit, Impulsivität und Zwanghaftigkeit, so ist das so ein bisschen. Also das kommt aus diesem Ocean oder die Big Five-Modell vom Temperament. Ganz früher Säftelehre nach Galen und so weiter. Also da kommt diese ganze Idee her, wie können wir einen Menschen beschreiben, der nicht wahnsinnig ist. Mhm. Ja, so. Und das spaltet sich sozusagen die Schizophrenie von der heute Persönlichkeitsstörung. Wir müssen, die Persönlichkeitsstörung ist ein Mensch, der mit sich selbst und mit seinem Umfeld in der Interaktion schon sehr lange Schwierigkeiten hat. 2 Jahre bis Adoleszenz muss er irgendwie immer in Schwierigkeiten kommen. Es gibt Lebensereignisse, die einen in der Persönlichkeit verändern können, Traumatisierung, Belastungen, Stress, aber auch diese angeborenen Faktoren. So, und wenn diese Person mit sich selber und mit anderen erhebliche Probleme hat, sogar justiziable Probleme hat, also straffällig wird, dann können wir uns fragen, was ist es denn für ein Vogel? Ne? Welches Federkleid hat es denn? Hm. Und dann setzen wir die Kriterien an, dann können wir auch noch referieren auf die alten Kriterien. Ist er sehr grandios? Ist er sehr selbstbezogen? Hat er ein Anspruchsdenken? Ist er von seiner Genialität überzeugt? Verliert er sich in Idealen, an denen er nachhängt, über sich selbst und über die Welt? Und so weiter. Also erfüllt er diese Kriterien und erfüllt auch noch die neueren. Und dann kann man noch einen Persönlichkeitstest machen. SCID heißt das Ding, das ist sehr aufwendig, da muss man für jedes Item mindestens 2, Mietja, korrigiere mich, meine mindestens 2 haben, und wenn man dann alles zusammen hat im Köcher, dann kann man am Ende sagen, okay, du hast eine narzisstische oder zumindest eine Persönlichkeitsstörung, narzisstisch akzentuiert oder narzisstisch betont. Ja, so, das ist die lange Geschichte und deshalb ist es sehr, sehr schwierig, eine Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren. Mache ich persönlich super selten, weil erstens gibt es sie selten in der Praxis, die kommen halt selten vorbei und die gibt es auch statistisch in der Bevölkerung selten, das ist halt die Domäne des Psychiaters, dann auch eine Therapie natürlich anzubieten oder eine Begutachtung, wenn es eine forensische Geschichte ist, also eine Straftatkontext hat. Okay. So. Ich habe direkt hierzu was aus der Community. Lena M. fragt, warum wurde die narzisstische Persönlichkeitsstörung aus dem ICD-11, also der internationalen Klassifizierung der Krankheiten, gestrichen? Ja, gestrichen, habe ich ja versucht zu erklären. Also gestrichen nicht, aber umbenannt, wenn man so also will. Also es wurde nicht gestrichen? Nein, nicht gestrichen, sondern der Einstiegskriterium ist Persönlichkeitsstörung, das muss erfüllt sein. Und dann guckt man nach den 3 Kriterien, ist er impulsiv, ist er eher zwanghaft, ist er unverträglich, neigt er eher zu weniger Empathie, zu wenig sozialem oder so. Und dann kommen wir in diese Nische Narzissmus. Aber wir würden es nicht diagnostizieren, weil es nicht mehr vorkommt im Katalog. Im ausführlichen Text des Psychiaters, im Arztbrief, würde das dann schon drinstehen. Ja, so. Mitya, hast du dem was hinzuzufügen? Ja. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, hier wirklich zu unterscheiden. Erstmal ist es sehr erfreulich, dass jetzt auch in der Praxis zunehmend diese Idee der PsychologInnen ankommt, ne? Dass Persönlichkeit etwas Dimensionales ist, wo wir nicht irgendwo sagen, okay, jetzt hier ist es eine Störung. Und man muss differenzieren zwischen dem Leiden, also der Gestörtheit und dieser Eigenschaft selbst. Also es ist nicht einfach so, dass wir sagen können, ab hier hat man jetzt eine Störung und davor nicht, sondern es kommt eben darauf an, ob Menschen mit ihrer Persönlichkeit, die sie mitbringen, leiden, bei sich selbst oder bei anderen in ihrem Umfeld erzeugen. Das ist das Relevante. Und es gibt Personen mit sehr hohen Narzissmuswerten, die wunderbar angepasst sind, und Menschen nur mit mittleren Narzissmuswerten oder eben anderen Persönlichkeiten, die damit in ihrem Leben scheitern oder Probleme bei anderen erzeugen. Ja, das heißt, das muss man wirklich voneinander trennen. Und Narzissmus ist erstmal einfach nur diese dimensionale Eigenschaft. Ja. Es gibt noch einen Kommentar von Sunny. Er oder sie schreibt, wenn wir hier rausgehen, denken wir wahrscheinlich, och, Narzissten sind doch komplett okay, diese Monster kommen mir wirklich viel zu gut weg. Ja. Wir haben ja viel geredet über die positiven Seiten. Ja. Simone, das würde ich gerne von dir wissen. Stimmt. Also ist ein Risiko. Ja, die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist natürlich eine andere Dimension wie narzisstische Anteile. Und jetzt wird hier viel von Narzisst, aber es geht ja in dem Fall eher um narzisstische Anteile wie um die Störung. Und deshalb denke ich, kommt diese Frage auf. Aber würdest du denn sagen, der Narzissmus hat positive Elemente auch?
Ja, also wie gesagt, es gibt narzisstische Anzeichen, wenn jemand wie mein Mann, der ist sehr selbstbewusst, er steht gerne im Mittelpunkt, er ist ein Macher, das sehe ich als sehr positiv. Also er kann mich oft mitziehen oder er ist mein Reiseleiter, ich muss nicht eine Minute denken auf der Reise, das ist doch wunderbar. Aber das sind ja positive Eigenschaften, also das sind narzisstische Anzeichen, Anteile, aber die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist für mich eine ganz andere Schiene. Mhm. Simone, jetzt melden sich natürlich auch bei dir gerade sehr viele Leute bei deiner Selbsthilfegruppe, denen du dann aber leider sagen musst, sorry, du bist hier absolut nicht richtig, du bist gar nicht in einer narzisstischen Beziehung in diesem Sinne oder ab dem Punkt, ab dem es eben schlimm wird. Wie genau checkst du das oder woran merkst du das, dass jemand in die Selbsthilfegruppe gehört und dass jemand sich da vielleicht ein bisschen verschätzt hat? Ja, ich sage immer, ich rieche es schon. Ist natürlich zu einfach. Also ich habe da schon eine sehr gute Menschenkenntnis, glaube ich, um zu spüren, dass da irgendwas im Busch ist. Aber ich kann ja nicht sagen, hier mein Bauchgefühl sagt, mit dir stimmt was nicht, deshalb kannst du nicht mehr kommen. Also das zeigt dann die Zeit und die Aktionen, die durchgeführt werden. Und wir ziehen immer wieder auch Leute an, die überhaupt nicht Betroffene sind, vielleicht, sondern selbst sehr toxische Anteile haben, in welche Richtung auch immer, und aber in ihrem Umfeld keinen mehr haben. Und dann geht man halt in so eine Selbsthilfegruppe und da ist man erst mal unter. Ja, und dann hat man Leute und dann kann man denen erzählen, wie schlecht es einem geht, obwohl sie eher so die Macher waren. Und um sie herum, denen ging es oft schlecht. Ne? Also das fängt man sich schon immer wieder ein. Denkst du, das hängt auch damit zusammen, dass wir gerade sehr viel bei Social Media unterwegs sind und dass wir vor allem auch einfach diesen Begriff Narzissmus immer häufiger oder Red Flag, toxische Beziehung etc. pp., dass wir damit ja immer mehr konfrontiert sind? Ja, das denke ich schon. Also es kommen auch mal Leute wirklich, da passt es einfach nicht. Ne? Da passt es einfach nicht. Und dann sitzen sie da und dann wollen sie eigentlich bedauert werden, bekommen 1000 gute Tipps. Da raucht mir dann schon der Kopf, weil ich denke, wir sind jetzt hier keine Jammerrunde, gell? Also wenn jemand keinen guten Tipp annimmt, dann kann man ihm nicht weiterhelfen. Und nur mal zu kommen, um sich auszukotzen, weil es daheim nicht so schön ist, hat damit nichts zu tun. Ne? Ja. Das ist, aber wie gesagt, ich glaube, der Begriff, auch toxisch, das ist ein bösartiger Narzisst, das ist zu einfach, wird es heute in die Welt rausgeschrien. Das ist alles zu einfach mir. Ja, Pablo, du regst dich schon. Nee, das ist genau die richtige Richtung. Bezüglich Tipps auch fällt mir ein. Ich habe eine Methode, also eine Idee, wenn dann so Fragen kommen, haben Sie mal ein paar Tipps, dann sage ich, ja, okay, wir machen jetzt folgende Übung. Gucken Sie, da ist die Tür, da kommt jetzt eine Person rein, die ist exakt wie Sie. Jetzt geben Sie der mal 10 Tipps, damit Ihr Leben besser wird, damit das Leben dieser Person besser wird. Und dann fangen die drüber nachzudenken, dann haben wir eine extreme Beschleunigung für die Psychotherapie, weil dann habe ich 10 Punkte, die wir abarbeiten können. Ja, vorher stochern wir im Nebel, beschuldigen den anderen und da haben wir jetzt mal ganz konkret, was das Thema ist. Und dann mache ich es über Kreuz, wir haben am Ende 40 Tipps, weil die sich gegenseitig dann als Partner sich selbst und den anderen mit Tipps überschütten und dann kann man damit sehr gut arbeiten. Das, apropos Tipps, man muss nicht selber machen, sondern diese können das mal machen lassen. Genau. Ja, gut. Ja, wir haben es ja auch gerade schon gesagt, in unserer Gesellschaft hört man ja auch gerne mal, wir leben in einer narzisstischen Epidemie. Mitya, stimmt das? Bist du der Meinung, dass das so ist, dass wir alle langsam zu Selbstdarstellern mutieren? Nö. Also, Das ist ja was wirklich jetzt nicht seit kurzem, sondern wirklich schon seit längerer Zeit so rumgeistert. Ne? Also Generation Me, narzisstische Epidemie. Und natürlich ist es so, also wenn ich jetzt heute auf den Ich-Test schaue und die 30-Jährigen nehme und die 60-Jährigen nehme, dann werde ich sehen, dass die 30-Jährigen einen deutlich höheren Score haben als die 60-Jährigen. Das Wichtige, was man begreifen muss, ist, dass das ein Alterseffekt ist und kein Generationeneffekt. Das heißt, wir finden in jeder Generation, dass die Jüngeren narzisstischer sind als die Älteren. Und es gibt psychologisch auch total viel Sinn, weil jüngere Menschen stärker darauf aus sind, neue Ressourcen zu akquirieren, möglichst großes soziales Netzwerk aufzubauen und ältere Menschen eher das bereits Erreichte sichern, auf die wenigen engen Beziehungen fokussieren. Im Mittel. Es gibt natürlich auch große Unterschiede dann zwischen Menschen darin. Ja? Mhm. Aber diesen Alterseffekt, den sehen wir eigentlich in jeder Generation. Und dass dann irgendwann die Alten über die egoistischen Jüngeren meckern,
Das können wir auch bis zu den alten Griechen nachverfolgen. Ja? Die Jüngeren, die haben dann neue Spielzeuge, die man noch nicht mehr so ganz versteht, was das eigentlich soll. Und wenn die heute 20- und 30-Jährigen dann 60 sind, dann werden sie wahrscheinlich Ähnliches über die dann neue Jugend sagen. Das wissen wir aus mittlerweile wirklich großen Studien, dass diese Narzissmusneigung nicht über die Generationen zugenommen hat. Mhm. Wobei wahrscheinlich frühere Generationen sich nicht so mit dem Narzissmus-Thema auseinandergesetzt haben, wie wir es aktuell machen, oder? Ja, auch schon in den 80er Jahren wurde von dem Jahrzehnt des Narzissmus gesprochen. Also schon etwas, was immer mal wiederkehrt. Aber ich stimme zu, dass das jetzt über Social Media nochmal, sag mal, stärker skaliert wird, das Thema, stärker verbreitet wird. Aber Narzissten gab es schon immer, Narzisstinnen gab es schon immer und wird es auch immer geben. Ja, und was es mittlerweile auch gibt, sind ganz viele Ratgeber und Coaches, die uns alle retten wollen vor den bösen Narzissten. Pablo, was sagst du dazu? Was ist deine Meinung dazu? Das ist einerseits, sage ich mal, gut, weil ich kann nicht alle therapieren oder Therapeuten können das nicht abdecken. Aber das Problem ist, dass die nicht so gut ausgebildet sind oder sich so halb gut ausbilden. Psychologisches Gespräch oder psychologische Berater ist kein geschützter Begriff. Also da gucken, auch bei Heilpraktikern gibt es Licht und Schatten, da schauen, wie ist derjenige ausgebildet, wie stellt er sich selbst dar, wie empathisch ist er oder ist er jemand, der es besser weiß. Also so ein bisschen gucken, dass man seinen Berater findet und in der Wirtschaft, im Coaching, also im unternehmerischen Sektor, da sehe ich auch sehr viel Thema und da habe ich so ein Problem, aber ich weiß nicht, ob es wirklich zutrifft. Manchmal berate ich auch Unternehmer, dass ich meinen Ast hier absäge, auf den ich sitze, wenn ich sage, sie sind ein Arschloch und sie benehmen sich wie ein Arschloch und versuchen sie doch mal ein bisschen netter zu sein, wobei Arschloch von der Definition eine Kombination aus Narzissmus, Psychopathie und Sadismus ist. Also da kommt noch viel mehr dazu. Und da kriegt man eigentlich Schwierigkeiten, wenn man Unternehmer berät, dass man wirklich selbst dann unter Beschuss gerät. Und dann, da glaube ich, dass die Coaching-Szene im wirtschaftlichen Bereich selber auch noch über ihren eigenen Narzissmus noch mal nachdenken muss. Jetzt haben wir ja... Wenn ich vielleicht... Bitte? Was? Ja. Ja, vielleicht auch dazu ergänzen, ich kann dem nur zustimmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, dass sowohl in dem therapeutischen als auch in dem Beratungsbereich, was Unternehmen angeht, einfach ganz viel geschrieben wird von Menschen, die sich nicht damit wirklich beschäftigt haben, mit dem, was wir in der Forschung dazu wissen. Und das ist auch ein Hauptgrund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, dass wir diesen Transfer endlich machen müssen. Über Narzissmus wird unglaublich viel gesprochen, aber sehr viel Unsinn einfach wiedergekäut und immer wiedergekäut, sodass wir da einfach nochmal neu, frisch, neutral draufschauen müssen. Ja. Jetzt haben wir natürlich aber auch sehr viel über, ich sag jetzt mal, die offensichtlichen Narzissten gesprochen. Pablo, du hattest es, glaube ich, vorhin auch schon kurz angesprochen. Es gibt auch Narzissmus in völlig anderen Formen. Die müssen jetzt nicht nur irgendwelche Angeber sein, sondern es gibt auch Narzissmus im Altruismus sozusagen. Mhm. Also eigentlich ist das ja Selbstlosigkeit, aber es gibt Altruismus als Form des Narzissmus. Ja, also es gibt den Selbstaufopfernden oder den Kommunalen, in Amerika heißt es Communal Narcissist, also die sich so für die anderen so ein bisschen herschenken. Das sind so Gala, Spendengala machende Leute, die dann sich damit schmücken, wie toll sie sind und wie viel Charity und wie großzügig sie sind. Genau, das ist auch ein neuer Aspekt, glaube ich, in der Debatte, also Mutter-Teresa-Syndrom sozusagen, dass man sich hingibt und durch Misericordia dann selber strahlt, nicht so, und glänzt. Und das ist sehr schwer, wenn ich an mich in meine Patienten erinnere, denen ich das dann sage, dass vielleicht doch eine sehr starke, unreflektierte Seite, narzisstische Seite in ihnen aktiv ist, die diese Anerkennung, Bestätigung will in einem sozialen Umfeld, in einem sozialen Job. Als Sozialpädagoge habe ich da einen Fall, der mir da einfällt, und die wäre mir dann fast an die Gurgel gegangen, als ich ihr dann sowas suggerierte, dass sie vielleicht auch eine narzisstische Seite hätte, die ihr da so ein bisschen quer schießt. Mhm. Ja, das müssen wir noch mehr wahrscheinlich sicher beforschen und beackern und kommunizieren, dass auch da das Pflänzlein wächst. Fällt das denen, Mitya, dann, weil du es gerade auch angerissen hattest, Pablo, besonders schwer, das zu sehen oder zu erkennen, dass man doch eine Form von Narzissmus hat? Kannst du dazu was sagen?
Ja, also das ist natürlich erstmal so eine Form, über die wir nicht alle so nachdenken, die nicht unserem Stereotyp entspricht. Insofern, genau. Ja, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass eben dieses Streben nach Bewunderung sich in allen möglichen sozialen Gruppen ausdrücken kann. Ja? Dass eben nicht nur die Manager auf ihren Yachten sind, die mit ihrem Reichtum, ihrem Aussehen vielleicht angeben oder die SportlerInnen, sondern dass sich das eben auch durch so eine Selbstlosigkeit ausdrücken kann oder selbst wir sehen es zum Teil selbst in so einem Leiden, was besonders dargestellt wird, ja? Mhm. Dass man stärker leidet als andere. Auch darin können narzisstische Züge liegen. Bei dieser Selbstlosigkeit muss man natürlich sagen, das ändert ja natürlich erstmal nichts daran, dass Gutes getan wird damit. Mhm. Ne? Es sind nur eben auch andere Motive zum Teil beteiligt. Und das rauszuarbeiten, ist natürlich eine besondere Herausforderung dann, ja. Im Chat wird gerade geschrieben von Biggie, ganz aktuell, der fehlt bei der ganzen Diskussion die verschiedenen Arten von Narzissmus, zum Beispiel der Verdeckte, der Offene. Ist das, über was wir gerade sprechen, der Verdeckte? Eher, ja, genau. Also okay. Höher der neurotische Anteil und dieses Beschäftigen mit unangenehmen Gefühlen oder das Erleben unangenehmer Gefühle, das ist mehr dieser Verdeckte, Unsichere, Selbstunsichere. Und dieser Großartige ist die andere, sozusagen da spaltet sich das so ein bisschen auf, ist dieser nach außen Extrovertierte. Und dann gibt es, also es gibt so fünf, also der maligne Narzissmus, das geht so ein bisschen zurück auf die psychoanalytische Tradition, der wirklich toxisch, bösartig, psychopathisch ist, Borderline-Struktur hat, also richtig in sich nochmal komplex gestört ist. Dann haben wir den grandiosen Narzissmus, dann haben wir den normalen, wenn man so will, den gesunden Narzissmus, dann haben wir den kommunalen, selbstaufopfernden und den netten. Also so würde ich das so ein bisschen auffächern. Okay. Aber das ist, glaube ich, wissenschaftlich gibt es erstmal harte Fakten für diesen neurotischeren Typ, den selbstunsicheren, der Verdeckte und der Grandiose. Okay, also das ist natürlich auch in der Wissenschaft im Gange, aber ich glaube, wichtig ist da, dass man gar nicht diese ganzen Kästchen braucht, sondern dass man sagen kann, es gibt einen Kern von Narzissmus, das ist dieses grandiose, anspruchsdenkende Streben nach Status und dann gibt es unterschiedliche Spielarten, ja, Strahlen, Ellbogen und es gibt unterschiedliche Spielfelder, also Reichtum, Aussehen, Hilfsbereitschaft, auf denen man es ausleben kann. Mhm. Und dann brauchen wir eigentlich diese Kästchen gar nicht, sondern können Narzissten beschreiben über die Art und Weise, wie sie ihren Narzissmus ausleben. Und die Narzissten, die dann scheitern daran, denen es schlecht geht, bei denen beobachten wir dann tatsächlich solche neurotischen Züge, aber das ist eigentlich nicht der Triebfaktor, der den Narzissmus ausmacht. Mhm. Also ich finde das wahnsinnig spannend, weil über viele Punkte, die ihr jetzt auch gerade genannt habt, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Also Narzissmus zeigt sich, ich fasse zusammen, einfach in unterschiedlichen Formen und Ausmaßen natürlich. Nicht alle Vorurteile, die wir haben, sind unbedingt richtig. Dennoch bleibt vielleicht auch an dieser Stelle, und das ist wichtig, die Frage, wie gehen wir mit Narzissmus und Narzissten um? Also welche Alarmglocken müssen bei uns angehen, wenn wir merken, irgendjemand in unserem Umfeld verhält sich narzisstisch? Sei es jemand, mit dem wir zusammen sind, sei es jemand im Freundeskreis, in der Familie. Simone, jetzt auf der Beziehungsebene, was rätst du denn Menschen in deiner Selbsthilfegruppe diesbezüglich? Da kommt es natürlich auch wieder auf die Schwere an. Ne? Mhm. Also haben wir wieder diese narzisstischen Züge oder diese narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wobei ich auch denke, es fließen noch andere Persönlichkeitsstörungen oft mit ein, ob das Borderline ist oder. Es ist vielleicht auch nicht nur eine Störung, die in dem Menschen steckt. Aber wenn es wirklich dieser krankhafte Narzisst ist, der einem übel mitspielt, dann sage ich, nimm die Füße in die Hand und renn. Mhm. Ja, absolut richtig. Pablo, hast du auch so ein paar Akut-Tipps für den Umgang mit Narzissten, die interessieren sich ja jetzt erstmal angeblich absolut nicht für mich. Wie mache ich so jemandem klar, dass ich mich verletzt fühle durch sein Verhalten oder durch ihr Verhalten? Da gibt es eine Therapie, die heißt klärungsorientierte Psychotherapie. Die bedeutet für den betroffenen Narzissten, dass er sich darauf einlässt, Verantwortung zu übernehmen für sein Handeln und sich in die Lage versetzt, mit sich selbst empathischer zu sein, also mehr in sich reinzuspüren, was ihn da bewegt und auch empathisch zu sein mit seinem Umfeld oder noch empathischer, als er vielleicht will oder Interesse hat, um dann herauszufinden, wie die Interaktion ist. Und das sind die Hebel, das heißt zu verstehen, wie und woher kommen diese Regungen, warum werde ich impulsiv wütend, wenn Sachen nicht klappen, die ich mir so wünsche und vorstelle. Und was macht das mit meinem Gegenüber? Mhm. Ja, und dieses Gegenüber
Und dieses Innere, das muss man also im besten Falle in der ordentlichen Psychotherapie durchmachen. Und da, leider kommt da keiner vorbei. Ne? Also das Angebot ist da, aber es kommen so wenige vorbei. Ja. Spannend, weil genau diese Frage treibt auch den Chat um. Also wie man mit dem Narzissten zurechtkommt, aber auch zum Beispiel von Tobias Gimborn. Ist denn Narzissmus heilbar? Das ist wahrscheinlich die Frage an den Arzt. Also ich würde sagen, nein. Also die Antwort ist schwierig, weil wir können die Seite, die schwierig ist, reduzieren. Ja, die schwierigen Aspekte bewusst reduzieren. Das ist eine Entscheidung im Kopf. Wenn wir das nicht können, weil unsere Exekutivfunktionen im Hirn nicht so gut sind, wir doch die Impulsivität nicht so ganz unter Kontrolle haben, dann ist es eher schwierig. Also dann können wir nicht heilen. Wenn aber jemand sich sehr gut im Griff hat und sich sehr gut reflektiert hat, dann können wir von Heilung, ja, Verträglichmachung sprechen, wenn Definition Heilung. Aber wir können verträglichere Menschen aus einem schwierigen Muster machen, aber da muss man dranbleiben. Ja, man kann in den Rändern feilen, ist oft so ein Satz, den man so hört. Die Grundausstattung haben wir. Ja, also wenn es ein Opel ist, dann bleibt es ein Opel. Ne? Dann kriegen wir kein Mercedes raus. Aber wir können vielleicht, keine Ahnung, Spoiler abbauen oder so. Ja, aber... Ja, vielleicht auch dazu kurz, also ich glaube, von Heilung sollten wir sowieso nur sprechen, wenn wir es mit einer Störung zu tun haben, ne? Genau, und nicht mit einer Beziehung mit NarzisstInnen, dann brauchen wir gar nicht von Heilung sprechen. Und dann ist eher die Frage, will ich überhaupt einen anderen Menschen daraus machen und ist das das richtige Motiv, wenn ich in einer Beziehung mit einem Menschen mache? Und vielleicht wäre die sinnvollere Überlegung, erstmal zu reflektieren, was will ich überhaupt in der Beziehung, was kann ich in der Beziehung, was suche ich, ja, will ich Nähe, Unabhängigkeit, will ich Aufregung, Ruhe, ja, all das sind Überlegungen, die, glaube ich, einen Einfluss darauf haben, wie gut das mit Personen mit mehr oder weniger starkem Narzissmus funktionieren kann. Und gar nicht so darüber nachdenken, ich habe hier eine kranke Person und kann ich die heilen? Das ist in den meisten Fällen, wo wir es mit Narzissmus zu tun haben, gar nicht die Frage. Ja. Mitya, ich höre es da gerade schon raus. Trotzdem noch mal an dich die Frage, sind starke Narzissten überhaupt beziehungsfähig? Ja, würde ich sagen. Also Narzissten bringen mehr als andere Menschen Probleme in längerfristige Beziehungen rein. Ja, das können wir beobachten, dass sie mehr Egoismen reinbringen, eine ungerechte Aufteilung der Lebensführung, dass sie häufiger fremdgehen, dass es häufiger zu Konflikten kommt, dass sie weniger verzeihen, dass sie sich nicht entschuldigen können. Ne? Das sind alles Dinge, die in Beziehungen sehr unangenehm sind. Ja? Trotzdem ist so, dass Narzissten Empathie empfinden können, dass sie Liebe genießen können. Sie haben nur häufig Besseres zu tun, ja, weil sie eben diesen starken Fokus aufs persönliche Vorankommen setzen. Aber sie bringen natürlich auch Aufregung mit in Beziehungen, neue Erlebnisse. Ne? Man kann sich antreiben lassen davon. Und es gibt sicherlich auch Wege, um mit NarzisstInnen so umzugehen, dass man langfristig auch eine Liebesbeziehung mit NarzisstInnen führen kann. Pablo, hast du noch was dem hinzuzufügen? Wenn man einen Partner hat oder eine Partnerin hat, die auch narzisstisch unterwegs ist, dann kann das sogar Spaß machen. Ja? Also es muss ja nicht immer katastrophal enden, sondern man kann sich da gegenseitig eben inspirieren und sich anspornen, und sich unterstützen in dem Erreichen der eigenen Ziele. Das kann durchaus auch Lebensqualität bedeuten. Simone, gehst du damit? Ja, in dem Fall schon, aber ich denke schon, wenn du natürlich mit einer sehr narzisstischen Person oder mit einer Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zusammen bist, geht es auch nicht darum, den zu verändern. Das ist immer ganz wichtig. Ne? Also du kannst dich verändern, aber du kannst keinen anderen verändern. Und da ist die Eigenarbeit, glaube ich, das Hauptziel, dass man auch schaut, warum gerate ich denn immer wieder an so komplizierte Menschen? Das hat einen Grund. Ja. Und da muss ich ansetzen. Und wenn ich den Teil in meinem Leben kapiert habe, und dann kann es noch besser werden. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiges und schönes Schlusswort an dieser Stelle. Leute, Wahnsinn, die Zeit ist wirklich gerannt. Danke euch allen. Ich nehme heute auf jeden Fall richtig viel mit, muss ich sagen. Also alleine überhaupt, dass wir uns mal anfangen, auch selber so ein bisschen zu hinterfragen und gucken, wie viele Anteile finde ich denn bei mir? Wo erkenne ich mich denn in diesen ganzen Situationen vielleicht auch selber so ein bisschen wieder? Und wenn ich dann feststelle, ja, ich habe mehr oder weniger narzisstische Anteile, dann sich selber auch das so, ich sage jetzt mal, zu erlauben oder sich einzugestehen, dass das nichts Schlimmes ist, sondern sogar auch wichtig und gut. Allerdings eben nur bis zu dieser roten Linie. Spätestens dann, sobald andere darunter leiden, ist es eben
zu viel. Also an dieser Stelle vielen Dank an unsere Gäste hier auf der Bühne, an Simone und Pablo, dass ihr uns auch so viele private Einblicke gegeben habt, dass ihr da so ehrlich und offen darüber gesprochen habt, an Mitya und Pablo natürlich nochmal für eure Expertise. Danke an euch alle, die hier mit dabei gewesen seid und tatkräftig unterstützt habt. Natürlich auch an die Community zu Hause, die bei YouTube fleißig mitgesprochen und mitkommentiert hat. Könnt ihr auch natürlich sehr, sehr gerne weiterhin machen. Euer Input, euer Interesse, vielen Dank dafür. Und wenn ihr sagt, okay, will ich weitermachen, ich will weiter mitdiskutieren, dann gerne am 17. Oktober, da ist nämlich der nächste Arte-Salon. Klickt euch rein, diskutiert mit. Es geht in dem Fall um Banken und ihre Macht. Wer regiert mit Geld die Welt? Bis dahin, euch eine gute Zeit, vielen Dank und schönen Abend.